Hallo, Halli, willkommen beim Neulenkbuffer. Ich war wieder mal fleißig. Ich bin schon um 6.50 Uhr mit dem Traktor zum örtlichen Bausandhandel gefahren und habe Sand geholt. Das heißt, es wäre theoretisch denkbar, dass ich heute betoniere. Muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe überhaupt keine Lust. Muss jetzt ganz direkt, also so unverschämt und unverblümt, mich freut's gar nicht. Ich hab überhaupt keine Motivation. Aber von und zu. So wenig Motivation habe ich noch nie gehabt. Ja, das ist die ehrliche Aussage. Vorsicht, Eichhörnchen queren die Straße. Aber ich habe bereits ein Alien-Video aufgezeichnet. Ehrlich gesagt habe ich zwei aufgezeichnet. Und eines davon könnt ihr euch schon anschauen. Es ist in der Endkarte dieses Videos rechts verlinkt. Beziehungsweise, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wenn ihr auf Facebook Live dabei seid. Oder auf der Alien-Homepage. Naja, das wäre nicht so motiviert, wenn man da jeden Tag hinschaut. Ja. Und eigentlich würde ich gern Lego bauen. Ich würde jetzt gern wirklich Lego bauen. Ich würde gern dieses Set fertig machen. Ganz ehrlich, das wäre mir ein großes Bedürfnis. Und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es noch verhältnismäßig frisch ist, bis ich habe gefahren am Traktor, wieder Richtung Reitpoltenbach gefahren bin, habe ich ausgeatmet, da ist eine Eiswolke neben mir zurückgezogen. Ja. Gut, es ist ein Standardfreitag. Endlich wieder ein Oma-Tag. Meine Frau hat mich schon gefragt, was wir heute essen, wenn ich da betoniere. Und ich habe gesagt, ich weiß noch nicht. Sie war nicht sehr begeistert, meine Frau. Völlig zu Recht. Gucken wir mal. Und ich möchte kochen. Ja, wir haben gestern groß um Mengen Euros eingekauft. Ich möchte für das Kindergram die Kocherei starten. Das ist ja wichtig, weil, wisst ihr, Sonntag in einer Woche ist Kindergrameröffnung. Also Eröffnung. Wieder offen. So. Geputzt habe ich ja im Großen und Ganzen schon. Ein bisschen Lego noch reinstellen. Den Hof noch machen. Der Hof ist das Riesenproblem. Und Holz habe ich gestern auch noch ins Haus geholt. So nach dem Motto, dass uns die Butschi-Butschis nicht einfriert. Das letzte Holz übrigens. Ich glaube, ein Wagerl ist noch da. Dann muss man wieder. Das wird sich nicht ausgehen, ich weiß eh. Aber sobald das Kindergarten offen ist, kann ich ja wieder Holz machen. Ja! Montag kommt der Bagger. Und dann wird sowieso alles stressig. Da muss ich schauen, dass der Anhänger leer ist, damit ich da abladen kann. Und so machen wir das. Ja, viel zu tun. Schön. Sonne, viel zu tun. Mein Vater hat gestern mitgeholfen. Ich war total irritiert. Wisst ihr, normalerweise geht er so mit zwei Stöcken und da glaubst du, der kann gar nicht gehen. Und gestern hat er Steine durch die Gegend geschliffen und geregnet. Ganz arge Sachen gemacht. Also das Problem ist, wenn man nichts zu tun hat, dann verkümmert man. Wenn man was zu tun hat, dann blüht man auf. Das kenne ich eh von mir. Problem bei meiner Frau ist gerade, sie tut ihren Job und nichts für sich, nichts, was ihr Spaß macht. Also es macht ihr der Job schon Spaß, sagt sie. Aber wenn man sie anschaut, happy schaut es nicht aus. Die kann sie auch nicht irgendwie motivieren, irgendwas zu tun, damit irgendwas passiert. Das ist das Schwierige. Gehen wir nicht aus. Jo. Das ist der Plan. So machen wir das. Ach, die Vögel bauen wieder die Nester in meinen Dachvorsprung. Das habe ich wieder verpasst, dass ich das zumache. Oh, ich bin so arm, ich bin der Herbst, von und zu überhaupt. Da muss ich gleich jammern. Aber ich jammere ja nicht. Ich bin der Nicht-Jammer. Der Anti-Jammer, der Jammer weg. Jammer, kennen Sie Jammer? Jammer ist ein Steckkontaktstandard für Videospielautomaten im Arcade-Bereich. Damit habe ich mich mal so richtig ausgekannt. Ich hatte ja mal Unmengen Videospielautomaten. Der Hund ist im Hof. Jetzt werden Sie sagen, warum ist der Hund im Hof? Ich zeig's euch. Ich zeige euch das jetzt, was ich gestern gemacht habe. Thank you.
So, das ist der Hund, den kennt ihr ja eh. Der hupft da herum, weil er glaubt, der kriegt was zu essen. Da ist das Ringelspiel, das ist dazwischen geparkt. Da steht der Bagger und da ist der Sand, den ich... der Traktor. Der Sand, den ich heute geholt habe. Da ist der andere Traktor. Da ist der Volvo. Ja, der Volvo. Den nehmen wir mal. Der ist geil. Der Hund rennt da planlos hin und her. Und da ist die Gosse und die Mischmaschine. Und schaut, was wir schon haben. Wir haben jetzt da schon die Säule. Das heißt, da könnte man schon eine neue Tür einbauen, weil die habe ich ja kaputt. Man könnte auch die wieder einbauen, gell? Nö, man wird eine andere. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir kreativ sind. Schaut, da haben sie das wirklich drauf geputzt. Ja, ich habe das so vorbereitet. Und da steht schon der Airhockey-Tisch. Habe ich mir das schon gezeigt? Keine Ahnung. Und da hinten habe ich die Lüftungsdinger zugemacht von den Hühnern. Da waren ja mal Hühner. Das habe ich auch zugemacht. Das war arg. Da oben betonieren, mache ich gar nicht. Da ist der Sauhaufen, da müssen wir noch ausmisten. Und da ist die Kinderkasse, die müssen wir noch zusammenbauen. Das muss auch noch passieren. Nächste Woche muss das schon in Betrieb sein. Ja, und der Plan ist da heute zu betonieren. Ja, ich weiß, ist ein größeres Projekt. Das wäre so das Konzept. Und da kann jetzt der Hund nicht mehr eingesperrt werden, weil der Hund da unten durch kann. Ach, gut, dass er dahin rennt, weil da weiß ich gleich, dass der Hund da das Frohlich gefunden hat. Das geht gar nicht. Wenn der Hund das Frohlich wieder frisst, dann haben wir wieder die Riesenscherereien. So, weg die Frohlich. So. Schau, da blöd. Das haben wir davon. Ja, also, ich mache da jetzt mal meine Sachen. Und dann sage ich euch, ob irgendwas passiert ist. Der Hund ist so planlos, der hat dann Hunger. Ha! Soll einen Hunger haben. Der soll auch so wenig essen wie ich. Das ist das Konzept. Schaut, wie er schaut. Ganz nervös. Super. Jetzt bin ich aber fertig, das sage ich. Nein, ich habe nicht betoniert. Nö, nö. Ich habe gerade mal die Schalung gemacht. Aber die ist fast fertig. Es ist Mittag. Durch, weit durch. Unglaublich, also ich war bis 10 noch im Haus, weil ich das Elending geschnitten habe und dann habe ich die Webseite auch dazu gemacht, damit das auch erledigt ist. Und dann war noch irgendwas Computermäßiges und um 10 bin ich dann raus. Mit dem Effekt habe ich, dass ich ein bisschen gegraben habe, händisch, ein bisschen gestemmt, wenn man gedacht hat, jetzt mache ich das, diesen schlampigen Abschluss von der ehemaligen Tür mache ich auch gleich, wenn man dachte, also die Hilti hat funktioniert, ohne irgendwas, bin jetzt sehr irritiert gewesen, die hat doch so Scherereien gemacht, das letzte Mal hat eingeschalten können. Ja, das mache ich. Manchmal brauchen die Dinge nur Zeit. Manchmal brauchen sie nur Zeit und alles erübrigt sich von selber. Der Hund hat den Hof genossen, weil er ja aus dem Kerker konnte, weil er hat es zwar nicht kapiert, dass er unten durch kann, aber offen lassen. Und jetzt habe ich ihn eingesperrt und jetzt werde ich dann, wenn ich zurück bin, beginnen zu betonieren. Das ist der große Plan. Und der große Plan ist natürlich, das heute zu machen. Und das ist ein dicker Plan, denn es ist erstens dicker Beton, also ich sag mal gegen 15 cm wird das sein im Schnitt. Und es ist neben der Wiese, das heißt, man muss mit der Scheibe unter den Gatsch und ja, und ich bin jetzt schon echt erschöpft. Das wird eine richtige Herausforderung. Einen Unterzug habe ich auch schon, wahrscheinlich weil ich vor Banane gegessen habe, zwei sogar. Eineinhalb, weil die Hälfte war so eingegatscht, dass ich sie nicht mehr gegessen habe. Ja, und dann werde ich betonieren. Der Vater war da, hat ein bisschen wiederholt von den letzten Tagen. Ja, so ist es, so läppern wir jetzt dahin. Das ist das große Konzept. Vor bin ich fertig, also das Arbeiten ist ein Wahnsinn. Ja, da ist jetzt natürlich das Thema. Jetzt bin ich gerade ein bisschen leichter. Und das bisschen Gewicht, das noch da ist, ist Fett und nicht Muskel. Das hilft auch nicht wirklich, wenn ich das so sagen darf. Das ist eher so ein bisschen kontraproduktiv. Naja, darf man sich nicht aufhören. Wenn das erledigt ist, gehe ich das Büro an. Da ist ja jetzt die Ware, die Kinderkramware. Und machen wir das. Das ist doch das große Konzept. Da hätte ich ein Spielhaus gesehen um 120 Euro, das wollte ich holen, das ist in St. Pölten. Dann schreiben die ernsthaft, nein, der Garten wurde neu angelegt, jetzt kann man nicht drauf. Wir machen es im Garten, bevor es das Spielhaus wegtun.
Also der zeitliche Ablauf bei einigen Leuten ist schon sehr verdreht, darf man das so sagen? Also das ist ja so, als würde ich zuerst den Innenausbau machen und dann das Dach. Ja, da war ich noch jung, wie ich das gemacht habe. Das könntest du mir jetzt nicht mehr vorhalten. Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt mache ich den Beton unterm Haus, nachdem das Haus steht. Man entwickelt sich ja weiter. So ist das große Konzept. Ja, Frage an euch. Wo gehen wir hin mit dem Vlog? Was ist unser Plan? Habt ihr irgendwelche Vorstellungen? Irgendwie, wenn ich immer nur so planlos dahin rede, macht es ja auch keinen Sinn. Wollen wir irgendein Projekt starten? Irgendein Langzeitprojekt? Ha? Habt ihr eine Idee? Ja, ich weiß, die Mutter einer Massen könnte man wieder besuchen. Die ist übrigens jetzt im Kindergarten ausgestellt, direkt neben den Lego Studios. Da kann man sich die jetzt anschauen. Das ist ganz toll. Kann ich euch nur sehr empfehlen, dass ihr vorbeikommt. Schaut echt arg aus. Ja, so läppere ich dahin. Schreibt es mal drunter, ob ihr irgendeinen Plan habt, was ihr sehen wollen würdet. So gehen wir das machen. Das ist das Konzept. So machen wir das. Das ist von uns überhaupt. Das Wunschkandidaten-Dings, die Bunsti. Ja, oder wir bauen einen Tennisplatz. Tennisplatz wäre auch schön, gell? Tennisplatz wäre was. Das wäre richtig. Da würden sich die Nachbarn vielleicht berechtigt beschweren. Nochmal. So ist der Tennisplatz. Nein, eigentlich so. Jo, ich hole mal meinen Sohn und dann sage ich euch die Kuppe zu einem Facken. Ihr seht ja, bei mir kommt halt nichts Brauchbares mehr raus. Das liegt am System. Die Covid-Zahlen und Fakten für den 17.03.2023, 3752 laborbestätigte Fälle, 3018 genesen und 322,1 ist die 7-Tage-Inzidenz. Es ist geschehen! Ich habe betoniert! Unglaubliche Dinge geschehen! Meine Frau ist schon recht unruhend, denn die wartet schon ewig auf mich. Und sie hat leckeres Essen mitgebracht, das war sehr nett von ihr. Was bleibt da noch zu sagen? Ich spüre meinen Rücken, ich spüre meine Muskeln und ich möchte noch dazu sagen, bevor meine Frau das Essen gebracht hat, war es aus. Ich konnte gar nicht mehr und das Essen hat mich errettet. Und jetzt bin ich unter Vollgas von uns überhaupt. Ja, und jetzt mache ich noch ein Shorty. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem YouTube-Kanal. We'll be right back.